Hallo, ihr Leseratten, lasst euch bitte nicht an meinem Aussehen heute stören. Mir ist einfach mal eiskalt. Und warum ist mir eiskalt? Weil mein Freund mich mit einer Seuche angesteckt hat. Man muss nicht alles miteinander teilen, oder? Also hätte ich für sich behalten können. Gut, es geht noch, es ist doch im Anmarsch und ich hoffe auch schon wieder im Rückzug. Und ja, er ist gerade auf dem Weg zum Arzt. Weil bei ihm ist es dann eine Spur schlimmer, als habe ich aber nur. Ne? ja, deswegen bin ich gerade alleine und kann das Video drehen. Ich hatte auch überlegt, ob ich überhaupt nicht drehe, weil mir es ja nicht so gut geht, aber ich habe einiges zu erzählen und bevor es dann wieder noch später oder noch mehr wird und. Nee. Und wie gesagt, so schlimm geht es mir auch noch nicht, deswegen geht es halt auch, dann kann ich noch ein Video drehen. Und da ich ja diese Lesemonate zwar schon abgedreht habe, immer nicht hochgeladen habe, und auch dieses August-Zeug noch nicht fertig bearbeitet ist, dachte ich, ich muss wenigstens Monatsbedien drehen, damit wenigstens irgendwas kommt. Ja, gut. Ich habe mir heute auch wieder Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, weil es ist ja doch einiges. Fangen wir einfach mit der letzten Woche an. Die letzte Woche hätte man getrost streichen können. Die war mal wieder so eine richtig schöne Chaoswoche, wo nichts so funktionierte, wie es funktionieren sollte. Das fing schon am Montag an, als ich das Montagsmeeting für letzte Woche bearbeiten wollte und es einfach mal keine Lust hatte, das Programm, und somit erst am Dienstag wieder online gehen konnte. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas wirklich. Ja. Ich hoffe, dass es heute funktioniert und kein Mäckchen macht, und ja. Hoffe ich. Ich drücke mir mal die Daumen, aber es ist eh wieder online. Ihr wisst ja, ob es geklappt oder nicht. So. Ja, dann hatte ich ja letzte Woche Donnerstag eigentlich einen Termin gehabt, einen wichtigen Termin, wo ihr mir Daumen drücken solltet. Ich bekomme am Mittwoch einen Anruf. Ja, der Herr sowieso ist krank. Wir müssen den Termin verschieben. Jetzt muss ich jetzt warten, bis Herr sowieso wieder gesund ist und mir einen neuen Termin sagt oder mitteilt oder zusendet oder weiß der Kuckuck. Das ist blöd. Das ist wirklich, wirklich blöd. Dann habe ich am Mittwoch schon den nächsten Schritt quasi eingeleitet für das ganze Zeug. Aber da ist auch Stillruhe der See. Die reagieren auf gar nichts. Also anrufen ist ja immer so eine Sache bei mir. Also ich habe über dieses. Also ich habe denen quasi eine E-Mail geschickt. Aber da ist nichts. Und ja. Ich hätte auch schon gestern Abend überlegt, ob ich denn heute, weil ich ja wusste, dass mein Freund zum Arzt geht, heute anrufe, oh Gott, ich ihn anrufe. Furchtbar, kennt ihr das? Habt ihr auch so ein beklemmendes Gefühl, wenn ihr irgendwo anrufen müsst? Furchtbar. Ja, ob ich da anrufe und danach das Video erst drehe, damit ich vielleicht ein bisschen mehr sagen kann, aber mir geht's halt nicht so. Und dann noch anrufen? Oh, nee, hatte ich keine Lust zu gehabt. Ich warte jetzt noch ein bisschen und dann werde ich mal anrufen müssen, wenn die sich nicht melden. Ja, also ist da immer noch alles offen und bla und. Aber ich weiß zumindest schon mal, dass es frühestens im Oktober losgehen wird. Das heißt, den ganzen September wird alles noch so bleiben, wie es ist. Und ja. Also frühestens Mitte Oktober. Gehe ich mal von aus. Wird sich bei mir was ändern. Jetzt noch? Ja. Okay. Mal wieder mal gucken. So. Ja. Was mache ich denn dann weiter? Dann gab es ja am. Wann war denn das? Freitag? Samstag? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann so in dem Dreh bekam ich eine E-Mail. Ja, dein Webspace ist erstmal gesperrt. Also deine Webseite, mein Blog ist gesperrt. Plump. Weil ich habe diese Mail-Funktion drin, dass ich dann eben bei jedem Kommentar, den ich bekomme, eine E-Mail krieg. Ist ja an sich nicht schlecht. Problem dabei ist nur, man darf nur 50 E-Mails pro Tag bekommen. Also man kann es ja aufstocken, aber ich dachte, so 50 Kommentare pro Tag kriege ich ja nie zusammen. Ja, wenn dann nicht irgendeine langweilige, also eine gelangweilte Person wäre, oder mehrere, keine Ahnung, die dann der Meinung sind, meinen Blog zu spammen zu müssen. Nein, das ist wahrscheinlich kein Spam-Bot, weil, und jetzt kommt's, ich habe ja, nachdem die Seite gesperrt war, habe ich gleich die Admins angeschrieben da von meinem Webhost und gesagt, was mache ich denn? Wie kann ich es wieder freischalten? Ich brauche meinen Blog. Ich meine, ich mache zwar gerade nichts wirklich, aber
ich will trotzdem meinen Blog haben. Und ja, dann kam erstmal so eine, kam mir vor wie eine Standardantwort, wo ich dachte so, okay, super, toll, grandios. Und dann war eben ein paar Stunden Ruhe, wo ich dachte, so, das war es jetzt, tolle Hilfe. Und mein Blog, was ist denn mit meinem Blog? Ich hatte dann so einen Hals. Nein, davon bin ich nicht krank geworden. Und dann kam aber eine hilfreiche E-Mail mit einem Link zu einer Erklärung, also einer deutschen Anleitung, Deutsch, ganz wichtig, bei Englisch verstehe ich nicht, schon gar nicht. Bei sowas, wo man denn noch was machen muss und nee. Also mit einer deutschen Anleitung, wie ich so ein, wie heißen die Dinger wieder? Ich habe keine Ahnung. Also diese Dinger, wo man dann die Wörter eintragen muss, die ein Spambot nicht lesen kann. Vom Absenden des Formulars. Gut. Habe ich da wunderbar einbauen können, habe es ausprobiert, funktioniert super. Also kein Problem. Das große Problem war aber, dass dieses Spam nicht aufhörte. Egal, was ich danach noch versucht habe, es blieb dabei. Das heißt, es muss irgendeine reale Person sein, die wirklich sich dahin setzt und dieses Formular zig Millionen Mal ausfüllt und abschickt. Und ich frage mich dann, wer hat so viel Langeweile und was bringt einem das? Also habe ich gestern am Sonntag die Kommentarfunktion erstmal komplett gesperrt, die Mailfunktion sowieso schon am Tag vorher rausgenommen. Genau, und am Freitag war das und am Samstag habe ich die Mailfunktion rausgenommen. Ja, damit nicht wieder gesperrt wird, ne? Und dann habe ich eben komplett die Kommentare gesperrt und dann habe ich, hat Adi mich angeschrieben, also von Naschblog, Link in der Infobox. Ich sage mal, alles in der Infobox. Und letzte Woche habe ich auch nichts reingeschrieben. Faul. Egal. Ne, Nadine vom Naschblog. Gibt einfach einen Naschblog.de, dann kommt ihr auch dahin. Ja. Hat mich dann angeschrieben auf Facebook und gesagt, so, ja, ein paar Vorschläge gemacht und überhaupt. Das eine hatte ich dann schon ausprobiert gehabt, zumindest so ähnlich. Hat auch nicht funktioniert. Und dann hatte sie zum Schluss eine wunderbare Idee gehabt, die ich auch demnächst dann mal umsetzen werde, wenn ich dann meinen Blog wieder reaktiviere sozusagen. Dass ich mir halt so eine Admin-Seite mache, wo ich dann die neuen, also alle Kommentare freischalten muss quasi und alles andere rauslöschen kann. Und zwar nicht, dass ich in der Datenbank rumwerkel und nicht mehr weiß, wo war ich denn, bis wo muss ich denn gucken und so alles schön mit Button, dass ich dann sagen kann, okay, das ist freigegeben und das ist nicht freigegeben und ja, das werde ich dann demnächst machen, demnächst. Ja, dazu komme ich auch gleich noch. Oh. Furchtbar. Ja, dann habe ich trotzdem gestern noch ein bisschen auf meinem Blog rumgequetscht. Und zwar habe ich zwei Funktionen reingesetzt. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen oder nicht bringen. Pff, ich habe sie erstmal reingemacht. Wenn nicht, kann man wieder rausnehmen. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr das findet. Ich habe ja einen Account bei Ginny, wie so viele. Ich habe selbst, wie lange habe ich das jetzt? Letztes Jahr, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das am Anfang, dass man sich Wünsche aussuchen konnte und die werden dann erfüllt. Bei mir wurde noch nie was erfüllt, weil ich jetzt die Punkte, die ich dazu hatte. Und jetzt ist es irgendwie ganz anders. Da ist ja nur so ein Marktplatz, wo man sich die Sachen aussuchen kann. Keine Ahnung. Und dann gibt es halt diese Funktion, dass man dann da irgendwas rumpinnen kann. Wie dieses Pinterest, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann. Also ich habe jetzt einfach so einen Pin-Button dann da auf meiner Webseite gepackt. Bei jedem Blogpost kann man jetzt dann so einen Pin setzen. Ob das funktioniert. Also es funktioniert, ich habe es probiert, aber ob es was bringt, keine Ahnung. Und ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet, ob ihr das blöd findet, wenn ich den, nehme ich es halt wieder raus. Und, ja, Fussel im Mund. Und dann habe ich noch so eine Facebook-Gefällt-mir-Funktion gemacht, die aber auch nicht so das Optimum ist, finde ich. Aber man kann dann eben darauf klicken, auf Gefällt mir, und dann kommt halt eben unten das Köpfchen, also das Profilbild. Und ja, bei jedem Blogpost geht das. Ich dachte erst, es geht überhaupt nicht. Also erst dachte ich, oh, funktioniert super, dann dachte ich, es funktioniert überhaupt nicht, aber ja, doch, es funktioniert anscheinend. Ja. Blöd ist halt nur, dass dann da immer so ein, dieses Lovely Books Zeichen dann zu sehen ist. Da steht irgendwie mein Logo wenigstens oder das Bild von dem jeweiligen Post. Aber na gut, da kann man auch nichts ändern, glaube ich. Wenn ihr eine bessere Möglichkeit habt, wie man sowas machen kann, dann sagt. Weil er soll ja ganz nett sein. Mit Twitter würde ich sowas auch gerne machen wollen, aber ob man das dann hinkriegt, weiß ich auch nicht. Ja, egal. Gut. Was war jetzt noch? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach so, und dann habe ich jetzt gestern, den ganzen Tag, ich habe so gut wie nichts gelesen gestern, ich habe gestern den ganzen Tag
am BookCook gesessen und meine Bücher eingetragen und bin jetzt bei 1111 Büchern, die in meine Datenbank eingespeist sind. Wobei ich vorhin gesehen habe, dass einige doppelt drin waren, also das sind einiges 1107. Aber die gehen wieder. Ich habe noch genug Bücher, um die einzutragen. Die ungelesenen Bücher sind jetzt fast alle eingetragen, das heißt, ich weiß bald meinen Sub, wobei da auch einige Bücher doppelt sind. Also, weil ich dann entweder auch ein englisches Buch zum gleichen Buch habe, wie jetzt bei The Girl with the Dragon Tattoo, was ich auch mal weiterlesen müsste. Oder ein Hörbuch dazu habe, wie, wo habe ich das denn? Bei Leoparden. Die Leoparden von Ken Follett habe ich das Hörbuch zum Beispiel noch dazu. Die stehen dann ja auch drin, als ungelesen. Aber, ja. Ist ja dann nur eins, also kann man es nicht so genau zählen. Muss ich dann halt gucken, später. Alles später. Ja, gut. Hab ich da, aber ihr könnt ja mal raten, wie viele Bücher es insgesamt dann werden. Also ich habe jetzt einzutragen, habe ich noch so ein paar, also keine 20 ungelesene Bücher mehr, die ich jetzt noch eintragen muss. Keine, um die 10 vielleicht oder so. 10, 15 Bücher vielleicht doch. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Und dann muss ich noch alle eintragen oder fast alle eintragen von den Gelesenen ab dem Buchstaben I, also Autorennachname I. Da sind es auch noch so ein paar. Aber ihr könnt ja mal schätzen, wie viele Bücher es insgesamt sind, die ich denn eintragen werde, eingetragen habe. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, gut, das war dann so meine Liste, was ich euch erzählen wollte, zumindest erstmal. Ich glaube, ich habe bestimmt viele Hälfte vergessen. Das ist schlimm. Aber okay, ich komme erstmal zu den Büchern der Woche. Fange ich denn an mit den neuen Büchern? Ich weiß ja immer noch auf freche Mädchen. Das eine wurde ja endlich mal storniert, die andere meldet sich immer noch nicht. Da werde ich nachher mal Problem melden machen, weil es geht ja so nicht. Und es dann beim dritten Mal bestellen und ich hoffe, dann kommt es endlich mal an. Also irgendwie habe ich dann Déjà-vu, ich hätte das schon mal mit. Die Rote Zora, obwohl da war ja dann eher anders, ne? Aber manche Bücher wollen einfach nicht zu mir, habe ich das Gefühl. Aber gut, fangen wir mit den neuen Büchern an. Ich hatte euch ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wann, letztes Mal, vorletztes Mal, das ist schwer, dieses Buch gezeigt und gesagt, dass es der vierte Band ist. Ich glaube, ich habe gesagt, dass es der vierte Band ist. Jedenfalls ist es der vierte Band von Die Magie der drei Welten. Allerdings kommen davor nochmal die Reihe Die drei Welten. Und das besteht aus 8 Bänden. Ich hätte mal geguckt, okay, erster Band, mal gucken. Was kostet er denn? Gibt es den denn? Gibt es den überhaupt noch? Und, ne? Ja, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Das war wieder das Herzallerliebste. Jeder rein. So. Und dann habe ich gesehen, bei Amazon kostet es dann über 12 Euro, plus natürlich 3 Euro Versand, die man ja bei Marketplace bezahlen muss. Also neu gibt es das schon gar nicht mehr. Und dann habe ich bei Booklooker geguckt und da gab es auch alles über 10 Euro plus Versand. Und ein einziges Angebot war darin gewesen mit 5,50 Euro. Und ich dachte mir so, okay. Und es ist erst vom 16.08. gewesen, das Angebot. Also noch gar nicht so lange her gewesen. Ich dachte mir so, gut, wenn diese Bücher sonst so teuer sind und das Buch gerade so günstig. Dann muss ich das jetzt nehmen, kostet es, was es wolle. Ist aber auch schon wieder ein Weilchen her. Also es war noch vorletzte Woche oder so, bevor ich halt gesagt habe, ich kaufe keine Bücher mehr. Ja. Und weil der auch noch andere von der Reihe hatte, also insgesamt 4 von 8, ne, habe ich mir die auch noch gleich mitgenommen. Natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge, da sind natürlich Lücken drin. Die soll es doch anders sein. Aber ja. Es ging mir um den ersten Band, weil der eben teurer ist. Die anderen Bände kriegt man auch noch etwas günstiger als die 10 Euro sowieso, aber den ersten Band kriegt man eben nicht mehr wirklich. Und ich muss sagen, dass die Bücher in einem super, 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 super Zustand sind. Also da kann man überhaupt nichts meckern. Ich habe ja schon andere Sachen als Booklooker bekommen, aber die sind wirklich wie neu. Sind auch keine Mängelexemplare, also kann man echt nichts sagen. Und zwar von Ian Irvine, Der Spiegel der Erinnerung, das ist Band 1. Kostet normalerweise 8,95 €, ja, und jetzt gibt es das nur noch für 12 Euro und mehr. Oder 10 Euro und mehr und so. Ja, fand ich ein bisschen übertrieben. Okay, danach habe ich hier noch den vierten Teil. Zum Glück steht es auch mal hinten drauf, das finde ich immer richtig top. Dass es mal drauf steht. Das ist ja auch selten.
Also den vierten Teil, die Festung der Nacht, ich finde diese Kamera jetzt auch nicht. Oh, habe ich so in die Kamera gehalten? Ich bin ein bisschen weiter weg heute. Der erste Band, der vierte Band. Die Kamera finde ich jetzt nicht so schön, obwohl sie geht eigentlich, aber dieses Dingsbums hier, das ist irgendwie. Sieht zu so ältlich aus. Ich weiß auch nicht, wann sind die denn? Ich glaube, so alt sind die noch gar nicht. Lass mich doch mal schmulen. Erste, oh, ist sogar die erste Auflage. Von 2007. Also nicht so alt. Gut. Oh, furchtbar. Und dann habe ich hier noch den sechsten Band. Der Fluch des Bettlers. Ich habe auch keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Ich werde mich überraschen lassen. Es hat ja alles mit diesem Buch angefangen. Und den letzten Band, den achten Band sozusagen, der Ruf der Wächter. Und dann hatte ich euch letzte Woche erzählt, dass ich bei dieser Tauschseite, wo ich den Account löschen möchte, dass sich zwei nicht gemeldet haben und die einen auch wieder nicht, wo ich die anderen beiden Punkte wieder aufgeteilt habe. Die hat sich dann aber endlich mal gemeldet und einen Tag später kam dann auch tatsächlich das Päckchen mit den Büchern an. Also das ging ja richtig schnell, wenn sie mir bestätigt hätte. Was ich ein bisschen komisch finde, ich hätte ja zwei Punkte auf drei Bücher verteilt. Das heißt, eine war dann für zwei. Und dieses Buch hier, Herzklopf auf Rezept von Sabine Both, kostete mich einen Punkt. Ja, ist ja okay, ist vollkommen in Ordnung, natürlich als Leserin und so weiter, aber stört mich ja wie gesagt nie. Und dann hatte ich nach dieses Buch halt zuerst gesehen, für einen halben Punkt. Ist halt ja so klein, das ist auch von Sabine Both, Ein Engel zum Küssen. Wieder ein Weihnachtsbuch, Winterbuch, Weihnachtsbuch, glaube ich, ja, Heiligabend. Ja, will ich ja auch alles am Kriegen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie viel es da gibt und weiß irgendjemand mehr zu diesen Büchern, weil es sind ja anscheinend alles Weihnachtsbücher, oder? Ich habe jetzt insgesamt fünf. Fünf. Eins habe ich gelesen, dieses Konfetti-Küssel, wo ich dachte, das wäre ein Faschingsbuch, aber nein, nicht wirklich. Egal. Ja, jedenfalls war das ein halber Punkt und das andere ein Punkt. Und dann habe ich für den anderen halben Punkt dieses dicke Buch bekommen, wo ich mir denke, so, warum macht man denn nicht die beiden Bücher als einen Punkt insgesamt und das hier auch nur als einen Punkt? Also musste ich mir jetzt was aussuchen, weil ein anderes halbes Buch für freche Mädchen gab es da nicht. Und überhaupt was anderes, also habe ich dann genommen, Kalix, Werwölfin von London, genau. Von Martin Miller. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, ich habe aber schon gesehen, was da für einen zweiten Band gibt. Der ist jedoch gebunden und das Cover ist pottenhässlich. Aber erstmal gucken, wie mir der erste Teil gefällt. Ob er mir gefällt. Das Ding hat aber auch mal sowas von viele Seiten. Über 700 Seiten und dafür einen halben Punkt, das ist echt super. Fand ich toll. Hätte ich nicht gedacht, dass das Buch so dick ist. Ja, und dann auch bei dieser Seite. Mein Gott. Hatte ich mir noch. Eigentlich waren es ja drei TKG-Bücher, die noch ankommen sollten. Kloß im Hals. Jetzt habe ich zwei davon bekommen. Beziehungsweise eins, weil das eine Buch, was ich bekommen hatte, ist ein anderes Buch. Also einmal war es dann Gangster auf der Gartenparty. Das hatte ich auch angefordert. Das stimmt. Aber dann hatte ich irgendein anderes Buch, die Nummer 29. Und bekommen habe ich die Nummer 32. Fand ich dann auch ein bisschen komisch. Ich meine, gut, ich habe das Buch jetzt noch nicht, dann stört es mich jetzt nicht wirklich. Aber wenn ich das Buch ja schon gehabt hätte und ein anderes Buch unbedingt haben wollen würde oder sowas, dann hätte mich jetzt schon geärgert. Ich meine, ich habe die auch angeschrieben. Ich habe jetzt schon mehrmals angeschrieben, aber da kriegt man ja nie eine Antwort bei der. Keine Ahnung. Und dann kam nur eine Erinnerung, dass ich dafür das andere Buch bestätigen soll. Klar, wenn das nicht angekommen ist, kann ich es nicht bestätigen. Ja. Mal sehen. Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen seltsam da, aber gut. Jedenfalls zwei neue TKG-Bücher. Was habe ich. Die weiße Schmugglerjacht übrigens. Das habe ich gar nicht gesagt. Komisch, oder? Egal. So, das waren die neuen Bücher. Aber es sind ja immer noch nicht alle da. Und wie gesagt, dieses eine freche Mädchenbuch. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Freche irgendwas oder so. Wie heißt denn das? Was mir noch fehlt. Freche Flirt und Liebesträume, genau. Das fehlt immer noch. Muss ich es dritten da bestellen? Ich habe am eigentlich Samstagmorgen, da habe ich die letzten vier Seiten gelesen, aber ne,
habe ich die Blutlinie ausgelesen und ich weiß nicht, es haben ja viele von euch gelesen. Ich fand das Buch gut, davon mal abgesehen. Aber ging es euch auch so, dass ihr am Anfang des Buches schon wusstet, wer der Täter ist? also nicht ganz am Anfang, aber so ziemlich am Anfang. Also ich weiß, die eine, mit der die Leserunde ins Leben gerufen hat, überhaupt, ihr ging es genauso wie mir. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich dachte, jetzt bin ich, ich darf keine Thriller mehr lesen, ich weiß schon wieder alles. Aber ging es euch auch so? Würde mich jetzt mal interessieren. Das Buch war wirklich super. Also ich fand es auch, als ich dann wusste, wer es war und also ich habe es ja nur vermutet am Anfang und dann auch wieder verworfen, aber und die haben es nie verdächtigt in dem Buch. Aber so am Anfang, zum Schluss, als dann wirklich dann dahin ging und gesagt wurde, wer es ist, dachte ich so, okay. Gut. Aber trotzdem fand ich es bis zum Schluss halt super. Also freue mich auf die nächsten Bände. Mein Vater hat ja alle. Ich weiß gar nicht, ob der letzte Band inzwischen rausgekommen ist. Der wurde ja mal verschoben oder so. Ich habe ihm ja alle mal geschenkt, so nach und nach. Und ja, er hat auf jeden Fall alle. Und dann kann ich mir die irgendwann mal dann auch wieder ausleihen und lesen. Gut, aber ich lese jetzt auch einen zweiten Teil einer Reihe. Und zwar Ein Mord für Case Capetta von Patricia Cornwell. Den ersten Teil habe ich ja dieses Jahr, auch dieses Jahr gelesen. Wow. Und habe ja super, super gefallen. Ich muss sagen, dass ich bei dem Band am Anfang... Ja, es ist okay, aber es ist jetzt nicht so schnuffi-duffi. Ich bin jetzt auf Seite 106. Aber ich meine, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht viel gelesen, weil gestern habe ich wirklich nur 20 Seiten gelesen, weil ich eben die ganze Zeit mit dem Book gucken beschäftigt war. Ich muss mal gucken, ob es noch läuft. Ja, das heißt, den Rest habe ich dann, die 80 Seiten habe ich dann am Samstag gelesen. Ja, mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Aber ansonsten, ja, kann man lesen, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ich hätte mir so einiges zurechtgelegt, irgendwie, dass ich erzählen wollte, sollte, wie auch immer. Ja. Heute gibt es bei mir auf jeden Fall einen Teetag. Ich hätte nicht so, dass ich keine Auswahl hätte, ne? Ich habe keine Lust, noch kränker zu werden, also Tee, entspannen. Obwohl ich eigentlich genügend zu tun hätte, aber gut. Kommt immer anders, als man denkt, ne? Irgendwas ist irgendwie, als wenn ich dann irgendwas sagen wollte. Also in meinem Blog. Ich komme irgendwie nicht dazu, diese ganzen Beiträge reinzuklatschen, die ich da reinklatschen wollte und übertrage vom alten Blog und so weiter. Aber ich habe mir vorgenommen, deswegen auch diese Buchdatei unbedingt fertig kriegen, dass ich, wenn ich die ganzen Bücher eingetragen habe in meiner Datenbank, dass ich die dann auch auf die Webseite übertrage, also auf meinen Blog. Und dann auch die ganzen Blogposts endlich mal fertig kriege. Dann habe ich ja wenigstens die Datenbank fertig und kann wirklich dann auslosen und machen und tun. Also was ist auslosen? Was ist denn das? Irgendwas piekst mich hier. Ja. Aber da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ich hätte gerade auch richtig Lust dazu, aber ich kann nicht alles einmal machen, sonst wird das wieder nichts. Also mal schön stückchenweise und dann schauen wir mal. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Achso, ich wollte euch ja noch... Ey, meine Mutter hat mir ja noch... Komm doch mal jetzt hier. Ah, hat mir ja noch hier eine Leseprobe mitgebracht. Ich habe sie noch nicht gelesen. Hier hinter ist ja eigentlich auch eine Leseprobe. Die hatte ich mal gelesen, aber nur angelesen oder durchgelesen, ich weiß gar nicht. Irgendwas, ja, die kenne ich. Aber jetzt habe ich sie. Vor allem, das ist voll das riesengroße Teil, oder? Ich meine, so als Leseprobe, es sind 2 Kapitel drin. Und so ein richtiges, gebündeltes Büchlein, jawohl. Reden können wir auch nicht mehr. Wie sind Taschenbuch und dünn? Das ist doch irgendwie witzig. Ja. City of Bones. ja. Aber irgendwas wollte ich doch noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch irgendwas wollte. Verdammter Mist. Wenn ich den wieder ausmache, dann fällt es mir wieder ein. Wetten? Kennen wir doch. Ja, also ich werde jetzt die Lesemonate endlich mal bearbeiten. Ich habe aber
ehrlich gesagt gerade keine Lust, das Ding habe ich noch nicht gemacht, das mit diesen Büchern, wenn mich anzeige an der Seite. Ich glaube, ich stehe auch zu sehr in der Mitte, um das zu machen. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, während ich das gedreht habe. Das heißt, ich werde es dann diesmal ausfallen lassen, und weil es waren auch zu viele Bücher einfach. Ich sage euch ja, wie viele Bücher wenn ich mich echt auf Wikipedia gebe und alles. Ja, dass ich vielleicht im September das wieder mache. Muss ich mal gucken. Ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit, wenn man da die ganzen Cover und alles und die, ja, Bücherbücher runter und so weiter. Das ist irgendwie. Es macht sehr viel Arbeit. Und es ist so schon immer eine Mordsarbeit. Man sitzt ja dann wirklich eine Weile dran, um alles dann zusammenzuschnipseln. Und selbst wenn man nur Anfang und Ende wegschneidet und Titel einfügt, wobei das ja einfach nur reinziehen ist. Aber es ist doch schon eine Arbeit für sich. Also man muss es ja erstmal, ich muss es zumindest erstmal speichern von. Sonst kann mein Programm damit nichts anfangen, weil die Datei zu groß ist. Und danach kann ich dann gucken, was nötig ich raus. Wo muss ich noch was machen? Das nimmt eben Zeit in Anspruch. Und da habe ich manchmal nicht irgendwie die Lust dazu. Okay, mal gucken, wann ich das schaffe. Dann muss ich ja auch noch andere Videos drehen, aber die mache ich erstmal noch nicht. Erstmal will ich wieder gesund sein und dann gucken wir mal. Genau. Ich glaube, das war es tatsächlich. Wie lange nehme ich denn überhaupt schon auf? Na? 20 Minuten! Aber nach 26 Minuten. So kleine Zahlen. Ja, gut, dann reicht es jetzt auch, ne? Ach Gott. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Was wollte ich bestimmt machen? Ja. Kommt zum Punkt. Macht's gut. Bis dann. Bye bye.